mal, Zündkerzchen. Du brauchst keinen Vorwand für einen Besuch bei Papa. Zündkerzchen? Papa, ich bin kein Kind mehr. Für ihn wirst du immer eins sein. Kannst du ihm denn helfen? Ach, ich weiß nicht. Diese Apparatur ist ein wirklich übles Ding. Ich denke, ich kann sie entfernen. Aber das größere Problem ist, dass die Erinnerungsspeicher des Omnix gelöscht zu sein scheinen. Er ist zwar am Leben, aber ach, die Essenz seines Wesens, sein Ich, ist fort. Kannst du ihn nicht einfach aus seinem Backup wiederherstellen? Echt jetzt, Onkel? Hast du vielleicht ein Backup von deiner Seele irgendwo zu Hause rumliegen? Wenn es nur so einfach wäre. War ja auch bloßer Vorschlag. Die ganze Welt zählt auf uns. Irgendwer muss es hinbekommen. Ja, sag mal, Spätzle, wo kommst denn du hergeflogen? Ah, Nullsektor! Sie haben uns gefunden! Alle hinter mich! Halt! Er ist keiner von Ihnen! Alles okay. Ich kümmere mich um den armen Kerl. Er ist womöglich der Letzte seiner Art. Schau doch. Bastian würde dir nie etwas tun. Was? Bastian? Das ist kein Schoßtier. Das ist eine Killermaschine. Ja, nein, jetzt nicht mehr. Oh, wie viele Freunde wurden im Krieg von diesen Bestien niedergemäht. Und jetzt bringst du deine ganze Familie in Gefahr? Ach, Reinhard, dieser Krieg ist eine Ewigkeit her. Ich bin ein anderer. Er ist ein anderer. Der Einzige, der still steht, bist du. Papa? Es klang, als käme's von draußen vom Fabriktor. Das ist Nullsektor. Wir müssen uns kampfbereit machen. Sieht so aus, mein Freund, als hätten wir den Feind hergeführt zu dir. Da ist ein Kommandoschiff von Nullsektor über uns. Da kommen jede Menge Landekapseln. Wir müssen mein Verteidigungsnetz aktivieren. Ich habe es seit der Omnikrise optimiert. Die Magmakerne versorgen die Geschütze mit Energie und wir schießen dann das Kommandoschiff ab. Diese kleinen orangenen Dinger? In jedem dieser Dinger steckt die Energie eines Vulkans. Genau die. Jetzt hilf mir tragen. Nullsektor steht vor der Tür. Jetzt kommt's gleich hin. Zeigen wir Ihnen schwedische Gastfreundschaft. Für Ruhm und Ehre! Woraus besteht das Schiff? Titan? Deine Kanonen machen da Schweizer Käse draus. Hätten Sie mal eine Hyperion-Regierung benutzt. Was zum Geisel ist das? Ich habe davon gelesen. Das ist ein Vulture. Halt dich lieber von seiner Sperrzone fern. Du hast gesagt, die Geschütze sind aus der Omnikrise. Schaffen die ein Kommandoschiff? Sie sind zwar alt, aber schlagkräftig. Vor allem, weil ich sie weiter verbessert habe. Die kriegen Verstärkung! Das erste Geschütz steht gleich hinter dem Fleischer. Mein Lieblingsimpisch! Übertrifft mich niemals im Kampf. Hört auf, euch zu kabbeln. Ja.
Sind wir hier richtig, Torbjörn? Das Geschütz steckt im Brunnen, oder, Papa? Der Brunnen? Holla gut, Torbjörn. Mir spritzen das Knallsektor ordentlich ab. Moment, das dauert ein Weilchen. Energieniveau konfiguriert. Ich weise jetzt ein Ziel zu. So muss es, Mama. Nikita hat ja auch die Treibstoffzellen anvisiert. Als nächstes visieren wir den Antrieb an. Spitzenidee! Weiter geht's! Das nächste Geschütz wartet! Hi, schon wieder der Vulture! Schieß ihn ab und halt dich von seiner Sperrzone fern! Gut, damit sollte es klappen. Hi. Wo hat Torbjörn das Riesengeschütz diesmal versteckt? Touristeninformation? Dein Ernst, Papa? Da ist doch niemand. Die schnappen sich eine Broschüre und verschwinden. Ja, mehrere direkte Treffer. Wir verursachen kritische Schaden am Antrieb. Es will abhauen! Schießt weiter! Das ist ein Titan! Runter! Artillerie am Handgelenk! Erlsiege-Raketenwerfer! Diese Waffen sind gewaltig! Es macht die Stadt im Erdboden gleich. Wir müssen was tun. Er bewegt sich die Küste entlang. Da vorne ist noch ein Geschütz. Vielleicht kann ich damit den Titan anvisieren. Schnell! Das ist eine Hyperion-Legierung. Hast du ein Problem damit? Nein! Also, ich meine, vielleicht. Ich denke, ich weiß, wo das Geschütz ist. Ja, sehr clever. Ich muss es rekalibrieren, um den Titan anzuvisieren. Sichert den Bereich! Öffnet wieder das Feuer! Achtung!
Rekalibrierung fertig. Aktiviert den letzten Magma-Kern. Hoffentlich funktioniert das. Daumen drücken. Das ist für dich, du hässlicher Poster. Er nimmt das Geschütz ins Visier. Zurück. Also, das war jetzt nicht ideal. Und was tun wir jetzt? Durch die Gasse da, zu meiner Werkstatt. Was sollen wir in der Werkstatt? Eine Idee habe ich noch. Lass mir raten. Noch ein Geschütz. Der Prototyp der Megakanone? Papa, bist du sicher? Das könnte unsere einzige Chance sein. Grüß Gott, Le, Transformer-Roboter! Wir sind da, Anna! Ich habe das gute Stück noch nie mit maximaler Energie getestet. Brigitte, hilfst du mir? Ladesequenz eingeleitet. Das wird ein Weilchen dauern. Ich hock mir mal da an und nach, bis mir jemand braucht. Meine neuen Gefriergeschütze müssen aufgestellt werden. Das kriegst sogar du auf die Reihe. Bist du sicher, dass das klappt? Oder musst du erst noch einen umbasteln? Bei dem da muss ich nachhelfen. Ich hau mal mit dem Hammer drauf. Achtung! Non-Sector ist hier. Stellt die Gefriergeschütze an die Eingangstür. Ein Geschütz? Das ein Geschütz aufstellt? Das muss ich sehen. Da kommen sie! Status aus. Ladung bei 33%. Wir machen Fortschritte. Der Alarm wurde ausgelöst. Sie brechen rechts bei den Magma-Kanälen durch. Ich schraube an Rückstoßgeschützen. Stellt sie in der Nähe der Magma auf. Dann schubsen Sie die Roboter in ein heißes Bad. Was sind denn das für Explosionen? Sie versuchen, die Mauern mit explosiven Robotern einzureißen. Sind fast durchgebrochen. Beschützt die Megakanone. Diese Roboter sind hochexplosiv. Wenn sie die Megakanone erreichen, fliegt alles in die Luft. Ihr habt sie gehört. Haltet diese Breacher auf. Wir kriegen Besuch. Noch ein kränkendes Weg. Papa, nicht jetzt. Wir haben sie zurückgedrängt. Die Aktion bereut sie jetzt bitter, das sage ich euch. Die sammeln sich bestimmt nur neu. Brigitte, wie ist die Lage? Ladung bei 66%. Ja.
Paket in Gewahrsam. Auf der anderen Seite der Bucht. Der Titan kommt auf uns zu. Hanoi, den Helm sollen wir wirklich nicht untersuchen. Ja, ohne meine Werkstatt finde ich nie raus, was hier los ist. Bereit machen für einen Angriff am Verladedock. Hier drüben. Mit den Fenstern ist es vorbei. Da kommen sie. Gut für einen Roboter. Null-Sektor steht kurz vor einem Großangriff. Sie sammeln sich an allen Seiten. Beschützt die Megakanone! Wir müssen nur noch ein bisschen durchhalten. Haltet zusammen! Das könnte in Chaos ausarten. Deckt alle Richtungen ab! Ich zapfe ein bisschen extra Energie vom Stromnetz ab. Bist du sicher? Hier läuft schon alles auf Hochtouren. Wir brauchen jedes Volt, das wir kriegen können. Wie schaut's aus?
Warum muss es denn immer so knapp sein? Zeiten, Freunde. Ja, weckt jede Menge Erinnerungen. Ich hoffe, du bist bereit für mehr. Da draußen wartet viel Arbeit auf uns. Aber nicht auf mich. Ich habe hier Aufgaben genug. Was? Wir brauchen dich. Null Sektor zieht wieder in den Krieg. Ein Haufen Leute antworten auf Winstons Recall. Gibraltar ist online. Vielleicht kommt sogar Sojourn zurück. Es gibt frisches Blut im Team und die müssen wir für den Kampf ausbilden. Und wenn sie erst bereit sind, können wir Null Sektor endgültig besiegen und dann wird wieder alles genauso wie früher. Tut mir leid, Reinhard. Ich kann nicht mit dir kommen. Brigitte ist alt genug für eigene Entscheidungen. Aber den Rest meiner Familie kann ich nicht einfach zurücklassen. Ich muss sie beschützen. Und unser Zuhause. Das ist jetzt meine Mission. Ich weiß. Aber ich musste fragen. Warum bleibst du nicht auch? Vielleicht ist es Zeit für die neue Generation. Ich habe eine zweite Chance erhalten. Das ist meine Bestimmung. Naja, immerhin wirst du wohl Gesellschaft haben. Falls dir das recht ist. Wir können die Hilfe gebrauchen. Mein Zündkerzchen macht sich gut, oder? Gut? Mein Freund, sie ist die Beste. Wenn ich noch irgendetwas über euren Omnic herausfinde, dann melde ich mich. Und, Reinhard, bitte pass auf, dass es Bastion in einem Stück übersteht. Nicht einen Kratzer kriegt er ab. Hey, alles okay? Allemal. Bruder Senyata, danke, dass du hierfür gekommen bist. Meister Mondatta, es ist Zeit. Bruder Ramatra, es stimmt mich traurig, dass du uns verlassen willst. Ich hoffe, du findest, was du jenseits unserer Tore suchst. Danke, Meister Mondatta. Ich bedauere, dass mein Pfad von deinen Lehren abweicht. Aber ich bin nicht mehr sicher, dass die Antworten für unser Volk im Kloster zu finden sind. Deine Sorge um unser Wohlergehen ist verständlich. Ich hoffe nur, dass du nicht vergisst, was du gelernt hast. Und dass du weiterhin nach Harmonie mit der Menschheit strebst, die uns umgibt. Ich fürchte, die Menschen wollen ihre Welt weder teilen, noch mit Omnics koexistieren. Unser Volk hat nur eine
einzige Generation, die stirbt. Ramatra, meine menschlichen Brüder und Schwestern mögen vielleicht nicht aussehen wie du oder dich verstehen. Aber auch sie gehen denselben Weg. Denn wir sind alle eins in der Iris. Unser Volk ist der Iris entsprungen. Vielleicht werden wir eines Tages tatsächlich wieder vereint sein. Bruder Senyata, willst du wirklich nicht mitkommen? Ich habe hier noch viel zu lernen. Ich hatte gehofft, wir könnten unsere Reise gemeinsam fortsetzen. Wir sehen uns wieder, Senyata. Viel Glück, Bruder. Er hat eine einzigartige Perspektive. Ein kleiner Schritt aus dem Kloster heraus könnte der große Schritt sein, den wir für den Frieden mit den Menschen brauchen. Du willst Shambhali verlassen? Was, wenn sie deine Botschaft nicht annehmen? Um Frieden zwischen Omnex und den Menschen zu stiften, ist es dieses Risiko wert. Wir haben ihn.